Heyho Leute und willkommen zu diesem 22. Dezember. Ich habe... Okay. Einfach mal... also ein Balken Erfahrungspunkte gekriegt. Einfach nur vom Laufen. Also ich habe mich hier ausgelockt, nachdem ich hier alles vorbereitet hatte. Wollte jetzt gerade was essen. Dachte mir so, ja nee, bevor ich hier Essen mache, mache ich noch alles fertig. Ich habe 17 Glowstone noch rausbekommen. Aus dem Nether habe ich ein bisschen was aufgebaut gehabt. Und dann bin ich beim zweiten runtergefallen, dachte ich mir so, okay, nehme ich mit, was ich habe. Und erstmal das Wichtigste, das Feuerzeug weglegen. Das zweite, was wichtig ist, jetzt ist die ganz entscheidende Frage, fackelt das Ding den Baum an? Weil theoretisch ist wie bei der Lava und hier diese kleinen Dinger hier zünden was an. Praktisch hoffe ich es nicht, weil dann würde ich den Baum definitiv im Creative wieder bauen müssen. Also nicht, dass ich ihn im Creative gebaut habe, aber dann, ich hätte nicht nochmal Lust, mich hier hinzustellen, nochmal die ganzen Sachen hinten zu farmen, warten, bis er wächst. So. Tschüss, Baumi. Ich drehe mich um und renne weg. Komm wieder. Und der ist abgefackelt. Übrigens, die kleinen Bienchen hier, die habe ich nochmal, ich habe mich einfach jetzt mal hingestellt gehabt, während ich hier Essen machen wollte. Einfach mit Blumen. Ich habe sogar noch zweimal Blumen. Und wenn ihr euch hinstellt, kommen die Bienen ja näher zu euch. Also damit könnt ihr sie halt vermehren. Habe ich euch ja gezeigt. Und ich habe dann wirklich, ich habe da gestanden, einfach nur gewartet, dass die Bienen hinkommen. Und habe dann noch eine kleine Mini-Biene gezüchtet. Fichte, Eichenstamm, genau. So, dann haben wir jetzt was zum Bauen. Wanderbaum? Nein. Hui. Hi. Hallo, ihr zwei. Ich kann noch nicht. Treibt mir noch einen Arsch zu. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, ich kann sie halt wirklich noch nicht machen. Ich habe gerade rechte Maustaste, die ganze Zeit gespammt, ging halt leider nicht. Und theoretisch passen nur 3 Bienen in so einen Bienenstock rein. Ich habe ja aber mir den durch diesen, ja, ich nenne es mal Bug, ist jetzt falsch. Aber ich habe mir dann dadurch den hier hinten gebaut. Und theoretisch, das hoffe ich, dass das so funktioniert, ist, dass die 4. Biene, sobald es Nacht wird, anfängt hier rüber zu fliegen. Weil sie sucht sich den nächsten Bienenstock oder halt die nächste Bienenfarbe, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und bitte sagt mir, dass die hier rüberfliegt dann. Eins, zwei, drei. 3 erwachsene Bienchen. Okay. Okay, hier oben sind 3 Bienen. Es müsste aber noch eine 4. kleine Biene da sein. Da. Nee. Ich hier hinten drin gesehen? Hallo? Ja, okay. Ja, das hoffe ich mal, dass das so wird. Und ja. Was ist ein Besen, wenn die eine kleine Biene jetzt wieder krepiert dann? Weil sie nicht hier rüber findet. Weil vorhin, wo es gerade geregnet hat, also bevor ich mich hier ausgelockt hatte und bin aus dem Nether wiedergekommen, hat es geregnet in Strömen. Da war auch eine Biene hausen, die hat schon so gedampft, so wie man sich das so vorstellt, halt, wie eine Biene anfängt zu brennen, wenn sie halt dann mal draußen in der frischen Luft ist. Also ganz typisch für Bienen. Halt so eine typische Feuerbiene halt. Ja, ihr kennt's. Fackeln. Nee, ich brauche keine Fackeln. Stimmt, denn ich habe Glowstone. Heißt Glowstone, das. Und so viele Sachen habe ich nicht. Ich müsste jetzt noch einen Platz machen. Machen wir den hier weg. Machen wir gelb, orange, rot, helles Lila, dunkles Lila, Glowstone und Lapis Lazuli. Okay.
ist hier rübergeflogen? Hallo? So, ich werde hier wahrscheinlich mehrmals dann abreißen. Aber ich fange mal von oben her an. Gehst du bitte weg? Danke. So, fangen wir erstmal mit dem Glowstone. Ich bin natürlich gleich erstmal viel zu weit raufgegangen. Einmal da. Oh. Au. Das war sozusagen dumm. Da ein hin. Und da noch ein hin. Jetzt kann ich den ganzen Scheißturm wieder abbauen, weil ich doof bin. Weil ich auch zu keinem Zeitpunkt daran gedacht habe, einfach mich beim Hochbauen hier zwischenzeitlich dann hier die Sachen zu platzieren. Kann ich springen? Ja, kann ich. So, dann noch hier eine hin. Und das ist natürlich doof, die hier sind auf derselben Höhe. Hängen wir da oben noch eine ran. Da hängt eine, dann hänge ich hier eine ran. Und vielleicht eine, halt, nicht runterfallen, da eine hin. Uff, okay. Es wird Nacht. Einfach runterbauen. Jetzt bin ich aber gespannt, weil jetzt müsste theoretisch die eine Biene hier rüberfliegen. Bitte? Okay, anscheinend nicht. Vielleicht ist ja irgendeine Biene wieder abgereckt. Kollege, mein Bett. Ich habe gar nichts dagegen, dass ihr hier irgendwo euch breit macht, aber das ist mein verdammtes Bett. Das ist nur für mich zum Reinfurzen da. Au. Ich habe schon wieder Shift anstatt das andere gedrückt. Eins, zwei Bienchens. Wo ist das Bienchen von hier drüben? Gut, okay. Nee. Ein dahin. Ein Glowstein dahin. Einen dahin. Und okay. Geht halt nicht anders. Ich habe leider Gottes dieses Bambuszeug nicht zum Hochklettern. So, da habe ich welche. Das ist sehr schön. Dann kommen oben jetzt noch drei Stück drauf. Okay. Und zwar machen wir oben so, 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 so. Und da nochmal rot. Und dann kommt hier oben der letzte Glowstone drauf. Dann haben wir unsere Spitze. Sieht vielleicht jetzt von anderen Seiten aus ein bisschen doof aus, aber ja, ich kann das nicht besser, okay? Schlagt mich nicht, ich kann es halt leider nicht besser. Okay, dann da noch so eins hin, da so eins hin. Da können wir nochmal zwei rote Kugeln hinsetzen. Da auch noch eine. Hier eine. Da eine. Auch eine. Wir haben genug Redstone, das ist ja nicht das Problem, ne? So, da auch eine.
So, dann machen wir aber hier noch was Orangenes hin. Hier ist nochmal rot. Das heißt, hier vielleicht mal einen blauen Akzent setzen. Boah, das sieht richtig heftig aus. Rot. Wir fangen wieder bei Rot an. Einmal da und da. Okay. Komme ich hier mal wieder rauf? Hier hatte ich kein Rot gesetzt bisher. Dann machen wir hier nochmal Rot. Jetzt machen wir auch nochmal ein Rot dran. Da daneben? Nee. Das sieht dann bestimmt doof aus. Da kann man eins ranhängen. Dann hier noch eins. Hier noch eins. Ja, sieht bestimmt auch wieder blöd aus. Orange. Was Gelbes. Was da oben ist gelb, rot. Was Fliederfarben ist. Okay. Okay. Weiter geht's. Eigentlich wollte ich jetzt gerade noch mal losfahren, mir was zu essen holen, aber das Wetter meint, hey, ich schütte jetzt wie aus Eimern. Weil das, was ich vorhin gegessen habe, das war halt nicht mal ansatzweise genug, um meinen bestialisch schnurrenden Magen zu beschwichtigen. Okay, da noch was Gelbes hin. Beinahe runtergefallen. Rot. 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 Ja, es wird ein bisschen Rot-Overload sein, aber es ist halt Weihnachten, da ist ja alles rot. Das wisst ihr ja, also. Oh, ich will es doch nicht erzählen. Das Gelb, dann machen wir hier noch was Lilanes hin. Blauen Akzent brauche ich auch nochmal, machen wir hier direkt neben das Rote. Und vielleicht noch was Gelbes hier. Jetzt habe ich auf der Höhe hier natürlich nichts. Gelb. Und hier ist pink, okay. Also, ja. Dann kommt hier noch Orange hin. Zack. Ja. So, okay. Dann fangen wir hier an. Zack, zack, zack. Hier bei den Bienchen werde ich nichts ranhängen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Man weiß ja nicht, ob die dann ausrasten und hier Amok laufen. Und noch was Blaues. Da kommt noch was Rotes hin. Da kommt auch was Rotes hin. Ah, rot. Ah, da oben fehlt noch was Rotes. Da, so in der Richtung. Halt mach mal hier. Okay. Oh. Aber so war das jetzt nicht geplant. Fehlt ein Holz. Ach, hier steht's. Okay, rot. Dann brauchen wir rot noch hier an der Seite.
Da rot. Einmal da oben rot. Passt das? Ah, da oben dann noch. Ja. Okay, dann gehe ich mal ein Stückchen weiter weg. Und wir sind jetzt schon über die Zeit drüber hinaus. Das heißt, wir bauen nächste Folge dann noch ein bisschen weiter den Baum. Dann muss ich gucken, ob wir da hinten, da auf den Bergen, ein bisschen Schnee uns abgreifen können. Und dann legen wir noch ein bisschen Schnee auf den Baum. Sieht jetzt gar nicht so scheiße aus. Also mal ehrlich jetzt von mir aus gesagt. Ich finde, es sieht halbwegs gut aus. Wenn wir da nächste Folge noch ein bisschen was an Gekleister ringsrum machen, haben wir dann für den 23. noch eine schöne Folge und am 24. ist dann eine Weihnachtsfolge. Da werden wir dann mit unseren Dorfbewohnern ein bisschen hier rumstehen, ein bisschen chillen und dann töten wir sie alle. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bussi-Wertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.